Moin Leute, und zwar wollte ich einmal kurz sagen, ich bin gerade hier am Drehen, ich habe sogar die Drehbank noch laufen. Ich wollte es nur kurz gesagt haben, und zwar drehe ich hier diese Rollen aus Teflon für, was ich wahrscheinlich auch nicht mehr lange mache. Das ist so aufwendig. Ich drehe hier fast eine Stunde an so einem Satz. Dafür ist es zu günstig, also, beziehungsweise das Teflon ist doch zu teuer dafür, dass ich ja, für diese 16, 17 Euro, das lohnt sich nicht für mich. Außerdem muss ich leider dazu sagen, dass ich auch eine ganze Menge Ausschuss habe. Rollen, die nicht passen, die ich nicht verschicken möchte, weil sie einfach nicht in Maß sind. Und das alles den Gewinn in Anführungsstrichen schmälert. Ich muss auch noch dazu sagen, ich finde das so teuer, ehrlich gesagt. Und mir ist ein bisschen peinlich, dass wir den Preis anbieten zu müssen. Aber ihr müsst bedenken, da kommen ja noch 19% runter, die ich ans Finanzamt angebe. Und dann muss ich leider, da ich es mit meinem Hauptberuf abrechne, also die Steuern, muss ich dann 1% Steuern drauf zahlen. Das heißt, da bleibt nicht so wahnsinnig viel übrig, nur falls ihr den Preis seht und denkt, was ist denn das für ein Idiot? Aber okay, jetzt diesen Stab mache ich noch fertig damit. Aber was ich sagen wollte, und zwar, bevor ihr den kauft, ich habe in den Kommentaren einen drin, ich muss diese Teile hier drin, entgrate ich die, ne? Mit einem Senker. Und in den Kommentaren hat einer reingeschrieben, von wegen, ich will meinen Akkuschrauber benutzen, den neuen. Oh, jetzt geht er. Gerade eben wollte ich das nämlich auch machen und er ging nicht. Und wir haben hier in der Garage 7,6 Grad. Also, ja. Wie der schon sagt, für mich ist es auch ein Werkzeug, das muss ich in die Hand nehmen, das muss funktionieren. Das tat es heute zum ersten Mal nicht. Diese Macke hatte der andere nicht. Der hat jetzt das ganze Jahr lang tadellos funktioniert, also wirklich einwandfrei. Und der Scheiß, ehrlich gesagt, das mit dem Akku war schon so eine Sache, ach, behältst du ihn, aber gerade so. Aber ehrlich gesagt, wenn das Ding jetzt beim Kalten nicht funktioniert, geht er zurück. Das ist kaputt. Also, bedenkt das, vielleicht schreibt jemand, also ob ihr auch ähnliche Probleme habt, unten kurz in den Kommentare von dem Video, sodass jeder, der das kurz googelt, sich überlegen kann, oder bei YouTube kurz guckt, sich überlegen kann, wenn er sich das Teil kauft, ob er damit leben kann, dass da, wenn es kalt ist, das Ding nicht immer angeht. Finde ich scheiße. Bis dann. Und sorry, dass ich die ganze Zeit nicht in die Kamera geguckt habe.